Schwieriges Thema, weil man hat immer Seilschaften, weil wenn man mit Spielern zusammenarbeitet, ein bisschen länger zusammenarbeitet, dann ist es einfach so, dass man die besser kennenlernt und ihnen auch vertraut. Das war früher so, das wird jetzt da so sein. Ob das jetzt weil das ist ja nicht so, dass der Herrangig die Spieler nicht kennt. Also glaube ich nicht, dass sich da irgendwas verändern wird. Ich glaube auch nicht, dass er das Red Bull-System dann einführen kann oder sonst irgendwas, weil einfach die Spieler vielleicht nicht vorhanden sind. Da muss man erst schauen, wie der da wirklich das macht und wie da wirklich die Impulse dann weitergehen kann und ob, wie sie angenommen werden. Das wird eigentlich das Wichtigste sein. Wird es angenommen, so wie es gehört, oder macht er einfach, was er will? Das ist dann ein bisschen schwierig.